So, ein Hallo und recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. Und ich habe jetzt, muss ich sagen, schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, weil ich relativ viel im Voraus auch jetzt, aufgenommen habe. Jetzt muss ich mir erstmal hier wieder einen klitzekleinen Überblick verschaffen. Ich fange einfach mal damit an und gucke mal meine Routen an, wie die aussehen. Da ist minus 1, da ist plus 1. Dann können wir das mal um 1 erhöhen, dann passt das zumindest alles schon mal wieder. Sortiere Daten. Ja, machen wir da mal noch plus 4, das können wir auch noch ausgleichen, das ist auch super. Verarbeite Informationen. Da ist sowieso alles egal. Und da haben wir minus 1, da produzieren wir auch noch 1 mehr. Können wir das Ganze auch so bestätigen. Objektprofil wird aktualisiert. Das ist schon mal sehr gut. So, unsere Aufgabe ist es, wir sollen Minenarbeiter anwerben. Das werden wir doch jetzt auch mal in Angriff nehmen. Ignorieren Sie uns nicht, wir brauchen Ihre Hilfe. Und komm, lad mal ein bisschen schneller. So. Da ist er, der Mond. Was ich übrigens auch finde, was sehr gut gelungen ist. So, das können wir ja mal hier das Zeug hier nochmal einsammeln. Die Titanplatten, die kann man immer gebrauchen. Nur mehr rumflattern. Da haben wir noch zwei. Okay, wir brauchen jetzt insgesamt 50 Leute. Ein paar haben wir schon. Ich würde sagen, dazu bauen wir jetzt einfach nochmal so ein paar Hütchen. Wir müssen dann noch Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Titanplatten produzieren. Ich mache jetzt erstmal hier so 4 Stück. Sonnenenergie ist definitiv wertvoll. Ich hoffe, das wird reichen. 34. Ja, komm, eine Hütte können wir nochmal reinnehmen. Die passt nicht. Können wir da aber noch eine hinsetzen. Absolut super. Das ist eine wichtige Arbeit, also konzentrieren Sie sich. Ey, das sieht schon, wenn wir so mal ranzoomen, das sieht schon geil aus, oder? Mal ehrlich. Aber wie cool, guck mal, da drehen sich die Räder nicht mal. Das ist ja ein bisschen. Oh Mann, ich habe einen Brief aus der Heimat bekommen. Naja, okay. Kann man drüber streiten. Die drehen sich. Die auch. Ah, ist vielleicht jetzt gerade einfach nur ein klitzekleiner Bug. Ah, ich glaube, ein, zwei brauchen wir noch. Und nochmal 2 Stück dahin. Ja, ihr kriegt auch noch eine Straße. So. Sieht gut aus. Okay. Boah, ist schweineteuer alles hier, ey. 48. Kommen schon jetzt die letzten beiden hier. Eine Familie auf der Erde und eine auf dem Mond. Es ist erstaunlich, wie groß Ihre Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Ja, ich hab's halt voll drauf, ne? So, jetzt sollen wir Titanplatten produzieren. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Braucht erstmal einen Bergbauplatz, ist Gott sei Dank im Schild mit drin. Kann ich jetzt den neuen schweren kostet 100 an Energie und 20 Logistik. Okay, das haben wir noch. Das ist schon mal ganz gut. Aber die ist schweineteuer im Unterhalt. Ich weiß gar nicht, was kostet die im Unterhalt? Sagt da gerade nichts. Kann es kaum erwarten, wieder ihre Gesichter zu sehen. 2000 kostet die im Unterhalt. Das ist der Hammer. So. Bauen wir die auch mal hin. Perfekt. So. Und dann brauchen wir natürlich noch die Titanmine. Können wir die hinbauen? Nee, da passt das nicht. Ja, dann bauen wir sie hier hin. Die kostet aber auch nochmal 600. Ja, komm, scheiß drauf. Ich sollte unsere Vitaminvorräte aufstocken. Machen müssen wir es ja eh. Kommen wir nicht drum rum. Ja, jetzt aber am Ende, das sieht doch geil aus, oder? Super genial. Also mir gefällt's. So, beginnen Sie mit einem Raumhafen auszubauen. Okay, dann machen wir das doch mal glatt. Und bauen den Raumhafen aus. Achtung! Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo, können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss. Aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Luna Excavation.
sofern sie diese immer noch anerkennen. Ja, ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die sie früher geschworen haben. Aber vorsichtig, die Wölfe sind schon an der Tür. Hören Sie zu. Ich sollte das vertraulich halten. Aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden. Also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Okay, alles klar. Das heißt, es ist mal wieder ein bisschen Zeit für eine Kampfmission. Vorbereitungen für Raumhafen ab. Hallo. Oh, na endlich. Danke, ich habe nicht viel Zeit. Die Orbital Watch ist uns schon auf der Spur. Finde ich auch ganz cool, dass es hier auf dem Mond sie alle, die ihre Autorität nicht akzeptieren. Viele Menschen sind aus ihren Häusern vertrieben worden. Und hier ist das gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß, dass Sie in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen, ihnen Schutz zu bieten. Bitte, lassen Sie sie nicht hängen. Na, ich gebe mein Bestes. Komm schon. Ja, ist gut. Haben wir jetzt genug geguckt. Danke. Finden Sie Flüchtlingsgruppe? Ja. Eins. Zwei. Drei. Auch noch die Tarnplatten. Vier. Nochmal ein paar Titanplatten. Fünf, sechs. Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Das ist sehr gut argumentiert. Wie viel fehlen jetzt noch? Zwei Stück fehlen mir noch. Ja, auch irgendwo noch hier rumdümpeln. Da ist einer. Ah, warte mal, es könnte da sein, dass da noch einer ist. Nee. Warte. Zeigt er nicht. Wir brauchen die Achte noch. Platten. Da ist die Achtung. Sie haben viel für uns getan. Danke. Keine Ursache. Gut, dass Sie mich kontaktieren. Hier läuft gerade alles schief. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von 100? Okay. Das könnte jetzt ein bisschen problematischer werden. Wir müssen jetzt nämlich erstmal unsere Schlacht hier gewinnen. Das wäre ja vielleicht Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Ganz Bei cool. Ihnen könnte es anders aussehen. Wir testen das einfach mal auf Fortgeschritten und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, dass ich da nicht so versagen werde. Schauen wir mal rein. Ins Kampfgetümmel. Da sind sie ja. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Eieiei. Ach Gott, jetzt muss ich da hinten lieber ein Ding zerstören. So, jetzt haben wir noch Missionen. Das wird gefährlich werden. Charter 15 machen wir noch glatt. Was haben wir hier? Dieser militärische Kram ist nicht... Okay, kriegst du auch. Das Gleichgewicht der Kräfte in der Region wird durcheinandergebracht. Viermal. Tun Sie etwas. Okay, so. Dann lass uns mal loslegen. Roger. Fangen wir mal damit an, dass wir erstmal ein bisschen Treibstoff einsammeln. Sind unterwegs. So. Verstanden. Dann düsen wir einfach mal hier raus, würde ich sagen. Feuer frei! Perfekt. Waffensysteme bereit!
Waffensysteme bereit. Boah, Schilde benutzt hier die Schweine. Ziel bestätigt. Perfekt. Kampfstationen. So, zwei. Jetzt können wir auch mal kurz hier. Selbstreparatur läuft. Rappen. Verstanden. Komm schon. Ziel super. Bestätigt. Ziel bestätigt. Sind unterwegs. Ah, da wäre so eine Unterstützungsflotte gar nicht mal so verkehrt. Volle Kraft voraus. Können wir in der Zeit schon mal den Turm jetzt zerstören? Feind entdeckt. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Reparaturdrohnen gestartet. Oh, das war nur ein Dingens. Volle Kraft. Ah, wer nochmal Schwein hat. So, wir unterstützen ihn mal ganz kurz. Feuer frei. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. Huh. Roger. Roger. So, jetzt haben wir da gleich das erste Schifflein. Ziel bestätigt. Komm, go. Ist da auf die Jungs drauf? Schon. Feuer frei. Super. So, mal über die Selbstreparatur. Instandsetzung läuft. Anheizen hier. Im Gange. Aber jetzt gleich wird es nämlich ein bisschen tricky, denke ich mal. Volle Kraft voraus. So, was haben wir denn hier? Koordinaten EMP, bestätigt. Der mit Sicherheit Gold wert wäre. Koordinaten bestätigt. Feuer frei. Kommt schon. Die Analysen sind ziemlich unglaublich. Grünes Licht. Zum Einsatz. Reparaturdrohnen gestartet. Aber noch ein. Zerstören wir das auch mal irgendwas kurz hier. Na ja, komm, kriegst du mal eine Unterstützungstruppe hier. Waffensysteme bereit. Ah, da können die sich schon kümmern. Koordinaten bestätigt. Wir müssen mal eben hier. Selbstreparatur läuft. Einmal reparieren, so ein bisschen. Ah, perfekt. Alle zum Einsatz. Kampfstationen. Oh. War es, glaube ich, ein bisschen dämlich. Sie greifen an. So, ich glaube, jetzt müssen wir mal zurück hier. Sonst kriegen wir, glaube ich, gleich ein krasses Problem. Verstanden. Wir werden die jetzt mal fertig machen, die Jungs hier. Ich hoffe, das Ganze wird auch funktionieren.
Nuklearrakete abgefeuert. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Energie auf Schilde umgeleitet. Da kommen sie. Starte Nuklearrakete. Ziel bestätigt. Oh, das war Nummer 1. Verstärkung ist unterwegs. Nummer 2. Sie sind der verlässlichste Verbündete, den wir gegen diese Verrückten haben. Der Schaden hätte viel größer ausfallen können. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Keine Ursache. Ja, Jungs, haben wir nochmal richtig Schwein gehabt. Und natürlich auch Mädels. Die Flüchtlinge sind in Sicherheit. Aber Drakes Flotte, seine Schlachtschiffe, das sind nicht nur Söldner. Drake muss militärische Anlagen auf der Erde besitzen. Ich muss Ihnen danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Immer wenn Sie einen von Virtue Drakes Plane vereiteln, kommen Sie der friedlichen Kolonisierung des Mondes einen Schritt näher. Weiter so. Aha. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Wenn Sie handeln möchten, finden Sie mich hier. Die Landeplätze sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können Sie interorbitale Transportrouten einrichten. Okay. Aber das heißt nicht, dass Ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass Sie Ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Mhm. Läuft alles nach Plan? Ja, so. Entschuldigung, Schluck auf hier. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Hallo. Nur ein Sauerstoff brauchen wir noch. Dafür brauchen wir so einen Kerneisenbohrer. Den könnten wir dahin bauen, aber der hat natürlich dadurch keinen Schutz für Schilde. Ist natürlich nicht ganz so glorreich. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Ja, da könnte man vielleicht drüber nachdenken. So, jetzt müssen wir erstmal wissen, was kostet denn das Scheißding überhaupt an Unterhalt? 3000. Aber da müssen wir durch. Das geht leider nicht anders. Und das Ding kostet. Die Überstunden gehen auf Kosten meiner Familienzeit. Nochmal 300. Scheiß was drauf, muss gemacht werden. Ansonsten haben wir nämlich irgendwann keinen Sauerstoff mehr hier oben. Das wäre relativ schlecht. Halten Sie die Wasserfilter sauber. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen etwas eine bessere Bilanz kriegen. Und kümmern uns jetzt erstmal um unsere Jungs hier in der Arktis. Einem Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Okay, da sind wir. In der Arktis. So, die brauchen dann auch hier so ein Gemeindezentrum. Die Gemeinde ist natürlich wieder im Unterhalt schweineteuer, ne? Wir kennen das Ganze ja. Das wird sich aber anbieten, nicht oben zu bauen. Warte mal, ich baue jetzt erstmal an Hütten, was ich noch an Hütten bauen kann. Da geht's gerade nicht. Also bauen wir das Ding einfach mal da rein, oder? So rum? Oder so rum? Ne, so sieht das aus. Ja, und wieder 1000 weniger in der Produktion. Ich glaube, wir liegen so. Die Ruhe und der Frieden sind fantastisch. Okay, wir gucken uns die Produktion an. Das sieht alles soweit im Rahmen aus. Können wir sonst ja irgendwas hier großartig schon mal bauen? Habe ich schon so eine komische Algen-Dingsbums-Mister? Jo, habe ich. Ist schon mal sehr gut. So. So ein Plasmaschmelzer. So, was wie laut meine Aufgabe wird. Offiziere in der Mondregion. Dann brauche ich 500 Stück.
Okay, um das erstmal zu machen, bräuchte ich natürlich erstmal ein bisschen Schotter. Die Produktion muss ein bisschen. Die Tür abgeschlossen? Und da ich ja die Verjüngungskronen hier drüben baue, anbaue, werde ich jetzt hier erstmal die Produktion ein bisschen hochpeppen. Ah, wir müssen auch hier einen Logistiküberschuss von 200 halten. Das könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Hier in unserer Metropole, die, wie ich finde, übrigens auch sehr nice aussieht. Also mir gefällt die richtig gut. So, wir produzieren gerade ein wenig zu wenig Reis. Können wir noch einen anbauen? Nein, können wir nicht. Kann die Reise kaum abwarten. So, warte mal. Muss mich beleiden. Das heißt, wir machen das mal ein bisschen anders. Und zwar... na, das kann er gar nicht upgraden. Wir setzen mit das Ding jetzt einfach mal dahin. Das bleibt da. So. Zack. Okay. So, wir müssen hier halten einen Transportüberschuss von 200. So, das heißt effektiv gesehen, Arbeiter haben wir jetzt hier genug. Aber wir können hier schon mal den Transportüberschuss schon ein bisschen senken. Auf 34. Ich finde, das Spiel einfach nur grandios. So, jetzt nehmen wir uns hier die zweite. So, Produktion ist gerade noch auf minus 1. Ich dann zweites Nein. Modul. Ich hätte es fast gedacht. Das ist nicht logisch. Na, da passt es leider nicht hin. Schade eigentlich. Jetzt müssen unsere Produktion aber wieder top sein, ne? Genau. Okay, so. Wir müssen jetzt Verjüngungskuren noch mal ein bisschen die Produktion hätten. Wir bestellen mehr Desinfektionsmittel. Und dazu bessere auch ganz praktisch, wenn ich hier noch ein bisschen mehr Kohle erstmal reinkriegen würde. Oder noch ein paar Häuschen aufwerten können. Okay, mehr geht jetzt gerade nicht. Habe ich aber auch schon so gut wie alles vollgebaut hier. Ja, wir müssen mal so langsam die zweite Insel, glaube ich, besiedeln. Ne? Ansonsten wird das hier echt ein ganz, ganz enges Pflaster. So. Gesagt für jeden ist cool, ne? Ja, ich dachte, läuft jetzt auch gerade nicht so. Müssen wir auch mal hier noch ein zweites Modul dran setzen. Jetzt haben wir wieder plus 12. So, und das Modul ist komplett voll. Heißt effektiv gesehen. Warum geht der Babysitter nicht an? Wir machen jetzt hier den Abschluss. Nehmen jetzt das zweite, was wir haben, und setzen das dann mal so dran. Kann die Reise kaum abwarten. Muss mich bereit machen. Die Firmenmarken werden immer beliebter. So, jetzt haben wir gerade zu wenig Verjüngungskuren. Ich weiß, hochmoderne Technologie. So, wenn ist ich jetzt hier die Produktion plus 50%. Eigentlich ganz gut. So. Von den Dingern produziere ich jetzt gerade zu wenig. Da bräuchte man ein bisschen mehr. Und jetzt produziere ich zu wenig Algen. Heißt, wir peppen unsere Algenfarm auf. Machen wir direkt beide, dann machen wir es auch weg. Produzieren wir jetzt an Algen plus 30. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Ruhe. So, dann jetzt hier plus 8. Und da plus 7. Das sollte erstmal reichen, denke ich. So, Drohnenstock, Arbeiterwartung, Creditwartung. Okay, ist ein bisschen günstiger. Das hört sich an sich eigentlich auch schon mal ganz cool an. Wir können dadurch wieder ein bisschen Geld sparen. Okay, so. Ja, wir müssen jetzt für das zweite Sektorprojekt erstmal noch hier
einen Transportüberschuss von über 200 hinkriegen. Ist jetzt nur eine Frage, was mich jetzt mal reizen würde. Ich hätte es fast geschafft. Das ist eigentlich kann ja das einfach erstmal weg. Gucke ich mir jetzt meine Produktion mal an. Da habe ich nämlich nur jetzt minus 3. Da kann ich nämlich jetzt hier zweiten dran setzen. Und die eine Saftmontage ist hier zu wenig. So, die können wir dann noch da hinsetzen. So, jetzt sind wir da wieder auf 0 und wir haben Kosten gespart ohne Ende. So, dann haben wir jetzt plus 7 plus 8. Das läuft auch. Momentan produziere ich noch ein bisschen wenig von dieser komischen Luxusnahrung hier. Könnte ich nochmal ein bisschen erhöhen. Da müssen wir aber dann so Weinstöcke haben ohne Ende. Wo wir nochmal alles so einen direkt daneben setzen können. Und da habe ich jetzt gerade schon wieder festgestellt, ich habe mich schon wieder voll in den Rausch gespielt, dass die Folge schon längst wieder um ist. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit unserer Weinproduktion und versuchen nochmal ein bisschen hier mehr Plus zu machen, nicht immer so auf dem letzten Drittel zu laufen, dass wir dann nicht immer so oft ein bisschen was nachsteuern müssen, dass wir auf dem Mond natürlich auch ein bisschen vorankommen. Okay, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.